Bereits am Montagnachmittag musste man schon genau hinsehen, wenn man das Training der Werder-Profis mit ansehen wollte, denn die Spieler, die da auf dem Weg zum Trainingsplatz waren, trainieren größtenteils noch in der U23. Not macht eben erfinderisch auch bei Thomas Schaaf. 10 Spieler sind vor dem Spiel bei den Tottenham Hotspurs gesperrt oder verletzt. Da muss Thomas Schaaf um Mithilfe der U23 bitten, für ihn kein besonderer Umstand. Natürlich sind einige Spieler dabei aus unserer zweiten Mannschaft, die aber auch sonst schon bei uns im Kader dabei waren oder die in der Vorbereitung auch schon Einsätze gehabt haben und natürlich auch schon mal mit reingeschnuppert haben. Natürlich ist das was anderes, wenn man dann irgendwo zu einem Champions League-Spiel fährt und dort vielleicht dann, naja, die Chance hat, dabei zu sein. In der Art, in der Anzahl, glaube ich, ist es noch nicht vorgekommen, aber natürlich haben wir schon über die Jahre hinweg einiges erlebt. Das können diese Spieler aktuell noch nicht behaupten, dass sie so viel miterlebt haben, zumindest nicht im Profikader von Werder Bremen. 6 Spieler musste Thomas Schaaf insgesamt aus der U23 nachnominieren. Lennart Thie, Clemens Schopenhauer, Onur Ajik, Felix Groß, Dominik Schmidt und Pascal Testroth. 2 sind sogar Kandidaten für eine mögliche Startelf, das vermuten zumindest die Tageszeitung. Einer davon ist er, Felix Groß. Angst hat er keine, Respekt ja. Ja, natürlich hat man Respekt davor, wenn man sieht, was für ein Fußball die spielen. Und die haben ja nicht umsonst auch jetzt am Wochenende bei Arsenal gewonnen. Da sieht man, dass sie Qualität haben, aber wie gesagt, wenn wir als Mannschaft auftreten, dann kann man auch da was holen. Und ganz nebenbei könnten sie auch ihr Pflichtspieldebüt im Profiteam von Werder Bremen geben. Natürlich wurden sie bestens aufgenommen von den arrivierten Mitspielern, wie hier von Sebastian Prödel. Die Aufregung vor dem Trip nach London ist dennoch groß. Wenn mir das vor 4 Wochen gesagt hätte, hätte ich für verrückt wahrscheinlich erklärt, nach meiner Verletzung jetzt so kurz vor dem Spiel zu stehen. Aber es ist halt ein Traum. Aber ich denke, dass ich mit rumherum genug erfahrene Spieler habe, die mich da auch gut unterstützen werden, dass sie mir auch die Nervosität auch ein Stück weit nehmen. Die erfahrenen Spieler, zu denen gehören natürlich die Nationalspieler wie Per Mertesacker, Tim Wiese, Marco Marin, aber auch Clemens Fritz. Einer, der nur zu gut nachvollziehen kann, wie es aktuell in den jungen Spielern aussieht, hatte vor einem Jahr selbst die Erfahrung sammeln müssen. Ja, bei mir war das ja, wo ich mein erstes Spiel in Van Alphen angemacht habe, in Berlin genauso, dass man Zuspruch von den Mitspielern bekommen hat. Und ich denke, das hilft einem dann noch weiter und gibt einem dann auch selbst noch zusätzlich Selbstvertrauen. Das machst du dann auch morgen? Wenn jemand das braucht, ja. Sie sind jedenfalls wohlbehalten angekommen auf dem Flughafen London Stansted, bevor es heute Abend dann in die White Hart Lane geht zum Abschlusstraining. Der Optimismus ist deutlich vorhanden. Nicht wenige glauben, dass Werder für eine Überraschung gut sein kann. Vielleicht ja sogar durch die Neuen, wie Dominik Schmidt. Bei den Autogrammjägern ist er zumindest jetzt schon so beliebt wie die alten Hasen.